Hallo, ich heiße der Carsten und ihr seid unterwegs auf dem Kanal Walking Eddie. Ja, hallo nochmal. Hallo Jens. Du hast ja anlässlich des Erreichens von 1000 Abonnenten auf deinem Kanal ein kleines Giveaway ausgelobt und natürlich möchte auch ich es nicht versäumen, dir auf diesem Weg hier zu gratulieren zu mittlerweile über 1100 Abonnenten. Eine tolle Sache. Ja, es freut mich immer, wenn ein YouTuber eine schöne runde Zahl erreicht und darum auch von mir herzlichen Glückwunsch, Jens. Ja, du sagtest ja, du möchtest keine große Lobhudelei haben, du möchtest nur, dass wir rausgehen und ein Video machen, in dem wir quasi deine Begrüßungsformel verwenden. Und du sagtest, nicht im Garten und gerne auf einer exponenten Stelle. Naja, ich wohne im Ruhrgebiet und ich denke mal, unsere größten exponenten Stellen sind unsere Halden. Ja, und zwar habe ich mir für diese VA eine besondere Halde ausgesucht, wie ich finde. Und ja, ich würde sagen, ich bin jetzt auf dem Weg dahin, habe mir hier eine schöne Strecke durch den Wald rausgesucht. Ich würde sagen, wir sehen uns oben. Ja, und dies hier ist einer der schönsten Haldenausblicke, die ich kenne. Okay, es ist jetzt hier nicht mehr ganz Ruhrgebiet, es ist jetzt dann hier schon Niederrhein. Und zwar, jetzt seht ihr es im Hintergrund, ich bin mal wieder zum Geleucht hochgegangen. Ist echt schön hier. Ja, jetzt gehe ich mal langsam wieder hier die Halde runter. Will mal gucken, dass ich einen anderen Weg hier runter finde. Ich möchte noch ein Stück am Rhein entlang gehen. Ah, mal schauen. Ja, da oben sieht man noch den letzten Rest vom Geleucht. Das Geleucht ist ja das größte Montankunstwerk der Welt, sagt man. Und ja, zu bestimmten Zeiten ist der Turm auch offen. Und von da oben hat man natürlich sogar noch mal einen besseren Blick. Ja, ich hoffe, dir hat die
kleine VA gefallen, Jens. War nur eine kleine kurze Tour heute. Wollte mal was ausprobieren, aber also ganz hat die Tour nicht das ergeben, was ich wollte. Ja, außer dieser VA natürlich. Ja, ich hoffe, das Video hat gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.